Thema zurzeit hier bei unserer Tagung in Hannover ist das Demografie-Thema, demografischer Wandel und Mobilität. Und dazu hier bei uns zu Gast Professor Dr. Gerd Butzig von der ESRI Deutschland GmbH. Herr Professor Butzig, wie können wir mit Geodaten Mobilität gestalten? Ja, Herr Mann, wir gestalten Mobilität mit Geodaten eigentlich schon seit Jahren, indem wir technologische Systeme herstellen, Geoinformationssysteme, heute Geoinformationsplattformen, mit denen wir alle Daten, die in irgendeiner Art und Weise mobilitätsrelevant sind, miteinander verknüpfen. Damit stellen wir ein umfassendes Instrumentarium zur Verfügung für diejenigen, die wirklich Handlungen und Maßnahmen im Bereich der Mobilitätsentwicklung zum Beispiel durchführen. Das heißt, wir können Informationen zum Beispiel für die Winterdienstoptimierung zusammenführen, sodass der Streudienst genau weiß, an welcher Stelle Handlungsbedarf ist. Wir haben die Möglichkeit geschaffen, mit Lösungen zum Beispiel auf Werksgeländen, auf unübersichtlichen Werksgeländen den Lieferer und den Zulieferer und den Transportverkehr zu optimieren, sodass die Wartezeiten relativ kurz sind an den Werkstoren. Das sind Dinge, wie wir heute Mobilität mit Geoinformationen gestalten, durch übergreifende Plattformen werden Informationen zusammengeführt, sodass zielgerichtet gehandelt werden kann, um Mobilität in der Zukunft zu gewährleisten. Und wie sehen die Konzepte dafür aus? Die Konzepte dafür sind im Prinzip einmal der Bereich der Standardisierung. Wir brauchen Schnittstellenstandards. Wir brauchen im Datenbereich vor allem verlässliche Qualitätsinformationen. Sie müssen sich vorstellen, dass wir künftig Dienste aus dem Internet von Anbietern, von Behörden, von Organisationen beziehen, diese Dienste miteinander verknüpft werden. Und der Ergebnisdienst muss dann qualitätsgesichert sein, damit der Nutzer Vertrauen in diesen Dienst hat. Also das Konzept basiert auf Diensteverfügbarkeit, dezentral und umfassend. Das zweite ist Qualitätssicherung. Und das dritte ist eine Informationsplattform, mit der diese Dienste aggregiert und zusammengefasst werden, um sie bedarfsgerecht dann dem Anwender zuzuführen. Vielen Dank. Wir sagen Dankeschön an dieser Stelle an Professor Dr. Gerd Butzig von der ESRI Deutschland GmbH.